Hallo again, hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Von mir gibt es ein Haul und zwar bin ich ein bisschen eskaliert, was so ein bisschen Haul wieder angeht. Es kommt auch noch wieder was und ich wollte euch noch was zeigen und ja, was soll ich sagen? Wir fangen an mit etwas, was ich gerade eben mit euch ausprobiert habe. Zwei Produkte und zwar einmal die Nabla, die kleine Cutie-Palette in Nude. Es gibt noch Korall, glaube ich. Ich habe mir erst die Nudie-Palette ausgesucht, weil ich einfach glaube, dass ich einfach öfters dazu greifen werde. Habe ich heute auch drauf. Gefällt mir sehr, sehr gut. Es ist absolut alltagstauglich. Es ist nichts, was mich umhaut, aber es ist auch nichts, was ich liegen lassen muss. Also, wisst ihr, was ich meine? Mit diesen Farben kann man jeden Tag sich fertig machen. Gekostet hat sie um die 23, glaube ich. Und ist duty-free und 18 Monate haltbar. Und wie viel Gramm sind denn da drinne? Steht wahrscheinlich auf der Umverpackung. Ja, es ist keine schlechte Palette, um Gottes Willen. Das will ich überhaupt nicht sagen. Aber es gibt auch von Essence was Gutes und es gibt von anderen Firmen gute Paletten, wo man einfach für 5 Euro oder sich selber zusammenstellt, ne, ein bisschen Bronze, ein bisschen irgendwas, dann klappt das schon. Sie ist nicht schlecht, aber es ist jetzt nicht so, boah, ich will das unbedingt, ich will das unbedingt. Die Korall interessiert mich auch, also wer die noch zu verkaufen hat, hier bin ich, ich würde sie abkaufen. Ja, das ist etwas, was ich mir wünsche. Vielleicht kann man das auch so machen, weil es gibt bestimmt Leute, die gucken meine Videos und denken, ich habe auch so viel und die Alte braucht noch mehr, also verkaufe ich sie. Ja, weil ich suche ein paar Dinge zusammen. Ihr wisst ja, ich möchte nicht jetzt übermäßig alles immer nur neu kaufen. Ich finde, ich recycle auch Kosmetik, ne? So, dann habe ich heute das Glow Kit noch von Anastasia Beverly Hills benutzt. Und zwar in Sun Deepit. Ich muss sagen, der Glow ist echt toll. Also wirklich toll. Er gefällt mir, aber die Farbe ist so ein bisschen. Pff, braucht das irgendjemand im Leben? Braucht jemand irgendwie irgendwas, was aussieht, als wäre man schon 3 Wochen tot gewesen. Ich glaube nicht. Und zwar ist die Farbe von also die Rede von der Turmaline. Ich habe keine Ahnung. Wer bitte braucht einen so frostigen, lila stichigen, grau stichigen Highlighter in seinem Leben? Schreit jemand, oh, ich will aussehen, als wäre ich seit gestern oder seit 3 Wochen, seit es gestern ist, 3 Wochen tot? Nee. Die zwei, okay, und den dunklen verstehe ich auch, aber den Unterton von dem hier, schwierig. Ich weiß auch nicht, wen da so unbedingt stehen soll. Mit einer leichten Hand wird das auch nicht so, wie ich da gemacht habe, echt fleckig. Weil ich da einfach, pff, gib ihn, und so war es dann. Tolle Palette, gar keine Frage. Diese Farben sind einfach, oh, Halleluja. Wo gibt's denn sowas? Wo gibt's denn sowas, aber. Furchtbarer Unterton, der dritte kann meiner Meinung nach gehen. Ich werde ihn trotzdem nicht gehen lassen, sonst werde ich die Palette nicht benutzen, wenn da nur drei da Sachen drin sind. Aber so hat man sich da vorher Gedanken drum gemacht. Ich glaube, eine Nicht. Palette neu testen musste und deswegen, ja. Den Lippenstift kann ich übrigens euch nicht empfehlen. Ich finde nicht, dass er gleichmäßig sich auftragen lässt. Die Farbe ist. Die Farbe, rede ich eigentlich Deutsch? Die Farbe ist der Knaller, aber so richtig satt ist es dann auch Ah, nicht. nee, Quatsch, den Crystal Topcoat habe ich euch da schon im letzten Haul gezeigt, ne? Den habe ich schon etwas länger, genau. Den habe ich schon etwas länger. Oh, sorry. Sorry, den habe ich schon länger, aber ich dachte, ich hätte ihn nicht erwähnt. Keine Ahnung. Too Faced Sweet. Nee, White Peach. Ich wollte die andere auch. Die matte. Also, wenn man es aufmacht, ne? Dann riecht das schon übelst parfümiert. Total süß. Ich habe es mir irgendwie anders da. Und das Einzige, was ich noch mehr feiere, ist als die Palette. Das sind die zwei Pfirsiche da. Hallo, wie kann man so süß eigentlich sein? Total handlich. Ich habe sie mir größer vorgestellt. Irgendwie sah sie immer auf den Bildern so wuchtig aus. Und ja, so sieht sie im Endeffekt aus. Schon schön, muss man schon sagen. Ich habe damit schon einen Look geschminkt. Und zwar habe ich das auch gepostet gehabt, aber ich habe nicht gepostet, welche Palette. Das war so ein ganz simples. Ich habe einmal den Braunton in die Lidfalte gegeben. Dann so ein bisschen noch mit dem Peach ausgesmokt.
Ein bisschen Glitzer in den Innenwinkel, Lidstrich gezogen und fertig war ich. Das sah so toll aus. Ich war so happy mit dem Look. Ja, was ist eine tolle Palette? Ich muss sie auf jeden Fall weiterst noch austesten. Tolle Palette. Dann bei Sephora. Ah, ne, Quatsch. Ich kann euch ja die auch noch zeigen. Ne? Die habe ich ja auch vor kurzem gekauft. Die habe ich übrigens mit der Nabla zusammen gekauft. Be Perfect. Tolle Palette. Leider habe ich schon die Karnevalpalette. Ja, das ist die normale Karnevalpalette. Sie geben sich nicht wenig. Wie kann ich das an die Dingglocke halten? Ohne. Also, ihr seht deutlicher Unterschied an der Größe. Ich würde nicht sagen, das ist an den Farben. Mir schadet es, glaube ich, nicht, wenn ich die weiterverkaufe. Mir schadet es, glaube ich, echt nicht, wenn ich die einfach weitergebe. Und wenn ihr Interesse dran habt, könnt ihr gerne unter das Video schreiben oder schreibt mir sofort bei Instagram. Einfach eine Direktmail, ne? Das heißt doch, DM heißt doch Direktmail, ne? Ich hätte fast DN gesagt, weil ich ja eine Deutsche bin. Ich bin ja eine deutsche YouTuberin, Direktnachricht. Aber das wäre dann wahrscheinlich falsch gewesen. Ja, genau. Ich habe mir die Pro Edition gekauft, weil mich einfach dieser Ton Ecstasy interessierte. Dieses Deep Pink, das ist so, so, so geil. Dann dieser Flamingo-Ton, ja, es sind einfach so. Oh, ich habe heute diese Reihe ausgetestet und die hier. Also die blaue Edition, sag ich mal. Die war geil. Also die war nicht ganz so gelungen, weil mein Auge die ganze Zeit getränt hat. Jetzt tränt es nicht, aber es ist sehr empfindlich in der Region. Und das Pink hat mich umgehauen in der Kamera. Diese Reflektationen, die waren daheim. Die ist cool. Man kann nude, man kann natürlich bunt, man kann auch nude und bunt zusammenmischen, wenn man nur einen unteren, wenn man andere mal das erste Mal, wenn man jemanden schminkt. Dann ist es nicht schlecht. 50 Euro müsst ihr nicht damit für ausgeben. Die gibt es auch für 20. Und zwar von BH Cosmetics einfach die bunten Paletten. Ne? Die Rio Edition, die Ibiza Edition gibt es jetzt mittlerweile. Dann gibt es noch Brasilien Edition. Das sind eher so die matten, glaube ich. Hammer. Also wirklich Hammer. Dann. Gucken, ob ich Interesse. Oh, mein Schatz hat mir sogar angerufen. Gar nicht gemerkt. Dann habe ich mein Parfüm gekauft. Und zwar bei Sephora. Das hier. Ich finde, das riecht so, so lecker. Man braucht eigentlich echt nicht viel, weil der Duft kann auch echt zum Kotzen sein. Mein Freund hat auch dieses Summer Edition. Er hat es halt für Herren. Habe ich ihn ja letztes Mal mitgenommen. Und ich muss sagen, das Eau de Toilette ist richtig, richtig gut. Ich mag das richtig gerne leiden. Es hat nicht viel gekostet. Ich habe keine Ahnung mehr. Aber es war unter 20 Euro und für 30 Milliliter für den Sommer, also für den Spätsommer, finde ich es geil. Und ich werde mich auch nächstes Jahr daran erfreuen. Ihr seht schon, es ist ein bisschen raus, weil ich es einfach wirklich benutzt habe. Also es ist jetzt nicht so, dass es einfach schon da ist und ich es liegen gelassen habe, wie sonst immer. Nein, ich musste meine Produkte natürlich alle benutzen. Dann habe ich mir gegönnt. Bei Sephora. Natasha Denona Sunrise Palette. Das war ein Tag, da war ich echt so. Bäh. Scheiß Tag. Und da habe ich sie gesehen. Und da hat sie mich angelacht und gesagt, kauf mich. Ich gehöre dann dir. La 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 la. So sieht dieses Palettchen aus. Was der Punkt war, warum ich sie mir zugelegt habe, ich finde es nicht nur, dass es eine Sommerpalette ist oder sowas. Naja, gut, das hat ja jetzt auch keiner behauptet. Aber ich finde, es ist ein richtig herbstiges Augen-Make-up funktioniert. Gerade mit diesen braunen und mit diesen Ockertönen, ja. Also damit arbeite ich wirklich gerne. Oder man kann einen richtig quietschigen Zitronenlook machen. Und zwar einfach ein schlichtes Augen-Make-up, so wie ich jetzt habe. Und dann gelb in Augenwinkel. Das sieht so geil aus. Einfach dieses Zitrische. Oder einfach so in die Mitte gelb. Ich habe einen richtig geilen Look gesehen von der oh, Corinna. Ich glaube Corinna Konrad. Ich bin mir nicht so sicher, meine Liebe. Auf jeden Fall Konrad, aber wie oder was? Keine Ahnung. Hammer. Hammer. Und die, es kosten ja nur die Hälfte oder diese kostet die Hälfte. Ich wäre froh, wenn ich eher diese kleinen, wobei die andere Verpackung mir lieber ist, aber diese ist auch nicht schlecht. Die hat zwar diese gummierte. Ja, da ist halt nicht so viel drin. Ansonsten ist es okay. Cut. So, auf jeden Fall finde ich schon mal die Farbkombinationszusammenstellung und dass sie mit dem Preis zur Hälfte, weil es einfach nur die Hälfte des Produktes drin ist, was man eh niemals aufbrauchen kann. Ich jedenfalls nicht, weil ich einfach nicht den Palettenmangel habe, sage ich mal, was aber auch radikaler geändert werden muss. Also ich möchte wirklich Sachen haben, die mir gefallen.
Ich bin kein Make-up-Artist. Wisst ihr, da braucht man eigentlich sowas überhaupt nicht. Und ich glaube, wenn man Make-up-Artist ist, dann auch nicht, sondern man hat einfach die Sachen, die einem gefallen im Punkt. Naja. Ich finde aber cool, dass wenigstens nur 70 Euro sind, ne? Und keine 120. Dann habe ich mir noch ein Parfüm gekauft und als ich das ankam, habe ich gedacht, ich kenne das irgendwoher. Das war nämlich auch im Sale. Und als ich daran, also es riecht jetzt nach Waschmittel, warum auch immer. Ja, das ist so ein Geschenkset. So Geschenks sind eigentlich wurscht, ne? Das ist Kaschmircreme und Sensation. Wisst ihr noch, dass ich das mal leer gemacht habe, das Sensation? Das hatte ich damals von meiner Schwiegerin geschenkt gekriegt. Press me here. Also, ich rieche im Moment gar nichts. Es riecht aber. Ja, es ist in Ordnung. Ich denke, wenn das verfliegt, wird das gut sein. Keine Ahnung. Ich stelle das mal auf Seite. Sieht auf jeden Fall anders davon, von der Konsistenz aus, als meins ausgesehen hat. Ja, dann habe ich sowas hier bekommen. Ach Gott, da ist die Parfümprobe drin. Okay, jetzt habe ich es geblickt. Ich dachte, oh Gott, ja. Ich glaube, das wird richtig gut sein. Das packe ich Rubbern. Ich habe ja eigentlich gesagt, ich gebe kein Geld mehr für Parfüm aus, bis ich mindestens drei, vier Stück aufgebraucht habe. Menschen, Skin Down, da habe ich zwei neue gekauft und keins aufgebraucht. Das riecht, werde ich irgendwann mal mit euch zusammen austesten, wie das riecht. Und dann gab es wieder das hier. Das hat mir die Sarah schon zugeschickt, glaube ich. Sarah, was tut das? Ich glaube, ich habe das von der Sarah bekommen oder von jemand anderes. Auf jeden Fall weiß ich nicht so richtig, was ich damit noch anfangen soll. Erster Step, zweiter Step. Ich bin da nicht so informativ drin. Also ich habe mich da noch nicht reingelesen. Ich habe irgendwie Unterleibsstechen. Das ist ja abartig. Das war es eigentlich schon. Eigentlich schon, aber es ist ja natürlich gar nicht so günstig hier alles. Wir testen nochmal, wie das Parfüm ist. Ich weiß es nicht, wie ich das finde. Ich finde es sehr stark. Ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, im Video auch gesagt, ich würde es mir nicht nachkaufen. Ich wollte es auch gar nicht kaufen. Ich dachte, das war was anderes. Wirklich nicht. Ich würde es dann, ja, trotzdem behalten. Na, ich habe ja jetzt rumgesprüht. Es hat mir auch damals einigermaßen zugesagt, aber irgendwie auch nicht. Und ja. Naja. Sephora ist, ich muss sagen, mit dem Pröbchen, ich kriege immer nur zwei. Und wenn, dann sind es irgendwelche, welche ich mir nicht aussuchen kann. Karton kann ich mir anscheinend auch nicht aussuchen. Ja. Müssen wir mal schauen. Karton wird behalten, weil die sind eigentlich gar nicht mehr so schlecht, ne? Für Hauls. Ja, deswegen kommt das da schnell rein. Ich hoffe, der Haul hat euch gefallen. Sagt mir doch mal, was euch so interessiert, was ich als erstes aus der First Impression. Gut, die Karneval Edition habe ich gleich rausgehauen, weil es hat mich interessiert. Es war etwas, wo ich gesagt habe, ja, darüber würde ich gerne ein Video machen. Ich habe auch nichts geschenkt gekriegt, ich habe es selber bezahlt. Und die behalte ich auch und deswegen darf die andere, glaube ich, gehen, weil zwei davon irgendwie auch unnötig. Wobei der eine Farbe ist, die mir echt in der neuen fehlt. Ja, dann würde ich sagen, ich wünsche euch was. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und ja, es kommt eh noch was an. Mal gucken, ob ich den zweiten Teil mit dranhänge, dass ich einfach so einen September-Haul gemacht habe. Denn so viel wird es jetzt nicht sein. Also ich denke nicht. Ich hoffe nicht, dass ich in Drogerie Müller reingehe und da was Neues entdecke. Und ja, es ist, ich mache gar nichts gerade mit dem Pony. Legt sich dann einfach so, wenn meine Haare glatt sind und von selber trocknen, wenn ich sie nach hinten gelegt habe. Und dann hole ich ihn einfach nach vorne und dann geht das. Ich müsste ihn mal wieder nachschneiden, minimal. Nicht ich, sondern meine Freundin. Und dann läuft das bei uns. Ich hoffe, der Haul hat euch gefallen. Mua. Ciao, ihr Lieben. Hey, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Abschnitt. Ich wollte euch nur kurz mal zeigen, ich habe drei Dinge Müller mitgenommen. Zum einen diesen wunderschönen Nagellack. Es wird ja bald herbstig und ich möchte herbstig. Gibt es das überhaupt? Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich diese zwei Schätze gefunden aus der Goldreihe da von Catrice. Die finde ich richtig gut. Ich habe zwei weitere und ja, ich finde, man kann Nagellack einfach besser aufbrauchen, wenn man noch so einen Topper hat. Da kann man einfach den Nagellack entweder verändern oder wenn man nur einen Finger drauf macht, das macht schon ein ganz anderes Bild. Hier ist die Farbe 01 und 07 mit in meinen Warenkorb gewandert. Und weil ich seit Monaten irgendwie kein Nasenpiercing trage, habe ich gedacht, ich nehme mal welche mit, die ich relativ süß fand.
Hat 8 Euro gekostet und die Nagellacke 3,50 um den Dreh. Und dann habe ich noch mal was bei Kleiderkreisel entdeckt von einer Verkäuferin, wo ich mehrere Dinge mitgenommen habe. Und dann kommen wir zu dem Tütchen. Zum einen habe ich mir die My Little Pony Palette von Colourpop genommen. Ich fand da was Packaging so süß. Wie kann etwas bitte so süß sein? Und ich finde es eigentlich auch ganz gut, wenn sie keinen Spiegel haben. Die Farben sind interessant. Ich weiß nur nicht, ob ich auch wirklich einen Look mit dieser einen Palette schminken kann. Ich kann mir immer vorstellen, den als Basiston zu benutzen, den als Innenwinkel-Highlight und dann irgendeinen anderen halt aufs komplette bewegliche Lid. Aber ob ich wirklich so einen richtigen Look damit schminken kann, keine Ahnung. Aber die Farben sind ganz nett. Vor allen Dingen die unterste Reihe finde ich super schön. Und wir werden einfach schauen. War relativ teuer, fand ich irgendwie. Für so ein kleines Scheißerchen. Aber ich wollte sie unbedingt haben, weil meine liebe Dörte braucht die gerade irgendwie so zum Teil auf. Ich verlinke mal ihren Kanal unten, wenn ich dran denke. Dann habe ich bei einer anderen Verkäufer die Carbrow in der Nummer 3 mitgenommen. Mitgenommen, es hört sich so an, als wäre ich shoppen bei ihr gewesen daheim. Nee, sie hat sie angeboten gehabt und ist wenig raus, wie man sieht. Und ich mag die Carbrow sehr, sehr gerne. Ich habe auch die Nummer 3 in Mini. Und man sieht eigentlich einen guten Unterschied. Hier ist, was ist denn da an Grammzahl drin? Auf jeden Fall sehr, sehr verdammt nochmal ergiebig. Das könnte ich eigentlich in mein Schmink-to-go-Täschchen machen. Ich wollte sie ausprobieren. Ich finde sie wirklich gut. Das Packaging ist super praktisch. Hier fehlt nur noch eigentlich dieses Bürstchen. Und es sieht einfach so, so edel aus, weil man es einfach benutzt. Es ist einfach so. Und die war relativ günstig. Also ich habe mich sehr gefreut darüber. Und ja, also wenn man eine Augenbrauenpomade möchte, dann kann ich sie mehr als die NYX empfehlen und mehr als die BH, die ich getestet habe bisher. Und ja, finde ich gut. Dann etwas, was ich auch bei ihr gefunden habe, war dieses Fix Care Spray Aqua. Das habe ich schon zu Hause. Das finde ich echt gut. Es riecht auf jeden Fall richtig, richtig lecker. Ich kann mir das sogar echt als Deo vorstellen vom Geruch her. 2 Euro oder so wollte sie davon. Und ich weiß, dass sie 8 Euro um den Dreh gekostet haben oder 6,95. Keine Ahnung, zwischen 6 und 7 Euro. Von daher wollte ich das. Und dann habe ich bei ihr noch meinen Lieblingsprimer gefunden. Ich brauche jetzt wirklich eigentlich den Primer nicht. Ich hoffe, der geht auch lange nicht aus dem Sortiment. Ich werde mir jetzt keinen weiteren mehr davon als Backup zulegen, denn ich habe, glaube ich, noch 2 davon als Backups. Einen habe ich hier auf jeden Fall noch und den hier, den werde ich auch zuerst aufbrauchen, bevor ich meinen. Ich meine, ich hätte noch 2 weitere davon, weil ich den wirklich sehr, sehr liebe. Dann, meine Lieben, war bei ihr das Pixi Make-up Fixing Mist mit Rosenwasser und grünen Tee. Da wollte ich mal dran riechen. Ja, das riecht so. Ja. Rose rieche ich da jetzt nicht raus, eher dann dieses grüne Tee, aber ich finde es nicht schlecht vom Geruch. Nochmal wüsste ich nicht, ob ich es bräuchte, aber ich teste es erstmal aus. Vielleicht ist es die Revolution. Man weiß ja nicht. Und das Highlight meiner Bestellung ist die Juvia's Place Palette. Schon wieder eine. Schaut mal, wie wunderschön alleine das Design außen ist. Ich finde, die zwei Damen können sich wirklich sehen lassen. Bitte nicht auf meine Maniküre achten, die ist echt furchtbar. Die muss ich heute unbedingt abnehmen. Die Dame hat sie auch kaum benutzt. Also wenn dann 2, 3 Mal vielleicht verwendet. Aber bitte schaut euch diese Farben an. Also das war wirklich eine, die mich fasziniert hat von diesen dunklen. Also ich freue mich wirklich verdammt nochmal auf den Herbst. Ich freue mich nicht unbedingt. Boah, bist du ein fetter Brummer. Die kann man. Ja. Ich freue mich wirklich sehr, sehr, sehr auf diese Palette, um sie auszutesten. Und ich kann sie mir auch wirklich für den Herbst gut, gut vorstellen. Ja, das war so kurzer, knackiger Haul. Sind aber einige Sachen wieder dazugekommen. Ich denke, noch ein Abschnitt wird es geben und dann war es das für diesen Monat. Dann brauche ich wirklich nichts. Ja. Ich trage super gerne diesen Lippenstift eigentlich von. Der ist nämlich von Sleek. Ich habe auch heute extra Müller geguckt, ob es den noch gibt, bevor ich den euch zeige und in die Kamera halte. Der ist richtig schön farbintensiv und wenn man blond ist, sieht er auch nicht too much aus, finde ich. Also
ich bin ja normal blond und dann sieht das aber nicht so haarfron aus. Ja, das ist die Farbe 433. Ja, 433. Na, komm, fokussier. Ja, da könnt ihr sehen, das ist der erste in der Reihe von Sleek, bin ich der Meinung. Aus dem Regal, habe extra heute nochmal nachgeschaut. Aber Sleek ist etwas, was mich zum Beispiel nicht ganz so catcht. Die Highlighter-Palette, die nur ist echt schön, aber mein Gott, man hat eigentlich zu viel, gell? Und ich mache mir jetzt einen Nasenstecker gleich rein. Bis zum nächsten Abschnitt. Ciao!